Es ist Donnerstag, der 6. November. Ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen Tag. Ich lese euch einen Vers aus dem Alten Testament vor, der sehr, sehr erstaunlich und äußerst hilfreich ist und auf den ersten Blick gar nicht so alttestamentlich tönt, wenn wir mit dem Alten Testament ein bisschen das Holzschnittsartige und vielleicht ein bisschen grobere meinen gegenüber dem Neuen Testament. Da heisst es nämlich, 3. Mose 19, 17, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich ladest. Und genau das Gleiche finden wir im Neuen Testament. Selbstverständlich auch, Galater 6, 1, wenn ein Mensch von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Das Besondere an diesem Text aus dem Alten Testament, wo mir schon fast ein bisschen wie Psychologie deucht, liegt darin, dass es nicht um bloßes Verhalten geht, fast wie eine Äußerlichkeit, fast wie ein mechanisches Erfüllen von irgendeinem Gebot, sondern da ist schon bereits eine Herzensschau drin, was passiert mit einem Menschen, der vielleicht verletzt oder beleidigt wird und das einfach dem müsste schlucken und sich nicht könnte wehren und sein Gegenüber nicht könnte zurechtweisen. Ein solcher Mensch würde in sich innen einen Hass aufbauen und damit Schuld auf sich laden. Das sagt schon der Mose am alten Volk Israel. Ich habe hier in der Küche in Wattenwil im Kirchgemeindehaus den Dampfkochtopf jetzt angestellt, weil ich meine, das bringt sehr gut zum Ausdruck, was der Mose seinem Volk hat gesagt, was er selber aus seinem Leben hat kennt. Er hat nämlich auch schon mal eine Explosion erlebt, weil das Ventil irgendwo gefehlt hat. Er hat schon mal einen Ägypter zu Tod geschlagen. Das war der Anfang einer abenteuerlichen Geschichte, die erst später hier gut gekommen ist. Das Dampfkochtopf-Syndrom oder Phänomen kann man so beschreiben, wir müssen wissen, wo das Ventil ist, für das nicht das passiert, was bei uns daheim einmal passiert, wo es geklemmt hat und nachher in der Küche der Dampfkochtopf verjagt worden ist. Und es hat eine riesige Sache gegeben. Ich war dann noch ein kleines Kind oder schreckt noch irgendwie jetzt in den Knochen. Schwiegend alles zu ertragen, alles Unrecht, alle Verletzungen einfach zu schlucken, das ist eine christliche Illusion. Das ist nicht eine Form von Leben, die Gott uns vorlegt, sondern im Gegenteil, er gibt uns einen Befehl, er gibt uns ein Gebot, Menschen, die uns verletzen, die Unrecht tun, zurechtzuweisen. Genau aus dem Grund, weil Gott keine explodierten Dampfkochtöpfe will, sondern Menschen, die in sich immer wieder innere Freiheit haben und nicht diesen unglaublichen Druck müssen umtragen. In Gottes Gemeinde, wo ja auch seine Küche ist, dort darf es hier und da solche Worte geben, zurechtweisende Worte. Dort darf angesprochen werden, ausgesprochen werden, was muss ausgesprochen sein. Manchmal fliegen vielleicht sogar ein bisschen Fetzen. Wer weiss, manchmal gibt es ein bisschen Dampf, aber es ist besser, er sei draussen, als er sei noch immer drinnen versteckt. Das ist etwas sehr Psychohygienisches, was Gott uns hier hat empfohlen und uns dazu ermuntert. Wir ermuntern an, nicht hinter einem Berg zurückzuhalten mit den Sachen, die uns schon lange plagen, sondern an die betreffenden Leute herzugehen. Da gibt es sogar noch einen bestimmten Weg, dass man zuerst unter vier Augen redet, wenn das nichts nützt. Mit einem oder zwei, die dabei sind. Und erst dann wird es eine Gemeindeangelegenheit. Aber er ermuntert uns, die Sachen nicht für uns zurückzuhalten, weil das füllt unser Herz mit Hass. Wenn jetzt der Dampf, der hier aus dem Kochtopf rauskommt, vergleichen mit der Explosion, die wir mal in unserer Küche hatten, wo innerhalb von einer Sekunde die ganze Küche voll Dampf war, alles eine Wolke und erst noch das Loch oben in der Gipsdiele, dann muss ich sagen, ich entscheide mich lieber für die sanftmütige Art, genau wie der Paulus gesagt hat, redet miteinander in so einem Fall mit sanftmütigem Geist. Das ist natürlich die grosse Kunst, aber es verhindert eine weitere Kettenreaktion von Verletzungen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.